Wir kommen nun zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zur Lage in Chile. Bevor ich diese Aussprache eröffne, möchte ich darüber informieren, dass bei den spontanen Wortmeldungen und bei der blauen Karte Sie bei beiden Verfahren sowohl das traditionelle System nutzen können, wie auch die elektronische Registrierung. Ich möchte Sie daher dazu ermutigen, Ihre Stimmkarte stets dabei zu haben. Und in Bezug auf die spontanen Wortmeldungen möchte ich Sie dazu einladen, sich jetzt schon anzumelden und nicht erst bis zum Ende der Debatte abzuwarten. An dieser Stelle möchte ich die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Frau Federica Mogherini, bitten, das Wort zu ergreifen. Over the past months. Vielen Dank, Frau Präsidentin. In den letzten Monaten haben wir hier dramatische Entwicklungen in Chile gesehen. Das Land wurde durch Gewalttätigkeiten und Proteste geprägt. Es hat Soldaten auf den Straßen gegeben, zum ersten Mal seit Chile vor 30 Jahren zur Demokratie zurückgekommen sind. Die Proteste waren dann aber nach einer Weile relativ friedlich. Am 25. Oktober kam es zu der größten Protestbewegung in Chiles Geschichte, mehr als 1 Million Personen auf der Straße. Die Mobilisierung hält an, auch jetzt noch, und wird von allen Sektoren der Gesellschaft mitgetragen. Der Preis dafür ist natürlich hoch. Internationale Organisationen haben hier 22 Todesfälle bereits festgestellt, einige auch durch die Sicherheitskräfte. Mehrere Tausend sind verletzt, es sind über 5000 verhaftet worden, und es hat hier schon entsprechende Anklagen gegeben. Die Verletzung von Menschenrechten hat dazu geführt, dass es zu immer mehr Protesten gekommen ist. Es hat hier erhebliche Gewalttätigkeiten am Rande von friedlichen Demonstrationen gegeben. Wir fordern, dass es entsprechende Untersuchungen, Ermittlungen all dieser Vorfälle gibt. Das ist ein wichtiger Zeitpunkt für die chilenische Demokratie, die ja im Anschluss an die Diktatur aufgebaut wurde über viele Jahre. Jetzt muss man sich konzentrieren auf die Bekämpfung von Ungleichheit und sozialer Ausgrenzung. Die Regierung hat mit wichtigen Maßnahmen reagiert, eine soziale Agenda, eine Umbildung des Kabinetts und einen Bürgerdialog sind angekündigt worden. Chile wird die COP25 und APEC-Gipfel auch nicht abhalten. Das wurde bereits angekündigt, und seit letzten Montag gibt es ein neues Verfahren hin zu einer neuen Verfassung. Das ist eine langanhaltende Forderung vieler Chilenen. Wir begrüßen es auch, dass die Regierung den UNO-Hohen Beauftragten und andere Menschenrechtsorganisationen dazu aufgerufen hat, Beobachter zu entsenden. Es ist wichtig, die Forderungen der Chilenen zu hören und damit umzugehen. Über 3,5 Millionen Chilenen haben friedlich demonstriert in diesen Tagen. Sie zeigen Entschlossenheit, Institutionen aufzubauen, die gerechter sind und alle teilhaben lassen. Das ist eine Grundlage für eine funktionierende Demokratie. Und dieser Ruf nach Gleichheit und Gerechtigkeit darf nicht und kann nicht überschattet werden durch die Gewalttätigkeiten, die einige wenige am Rande der Demonstration verüben. Die große Mehrheit der Bürger und aller politischen Parteien haben die Gewalt verurteilt. Sie sehen Gewalt als inakzeptabel an. Die Menschenrechtsinstitutionen der Chiles spielen eine gewichtige Rolle bei der Koordinierung, und sie arbeiten unermüdlich daran, die Rechte zu verteidigen. Diese Institutionen sind alle in den letzten 30 Jahren der Demokratie aufgebaut worden, und sie spielen jetzt eine kritische Rolle dabei, diese Demokratie zu schützen. Der private Sektor, die wirtschaftlichen Kräfte müssen hier auch ihren Beitrag leisten, um eine neue inklusive Demokratie aufzubauen und zu schützen. Wir verurteilen alle Gewalttätigkeiten und fordern dazu auf, dass diese Fälle alle
untersucht werden. Unsere Botschafter in Chile haben die gleiche Botschaft auf allen Ebenen deutlich gemacht. Und alle unsere Gesprächspartner in der Regierung haben ganz klar sich verpflichtet zu Achtung der Menschenrechte unter allen Umständen. Wir bekräftigen erneut, dass wir das Land und ihre Menschen unterstützen möchten in dieser schwierigen Zeit. Wir haben entschieden, unsere Zusammenarbeitsprogramme aufrechtzuerhalten, dass wir Chile unterstützen über den Gipfel hinaus, der ja jetzt in Spanien stattfinden wird. Die Proteste fordern Gerechtigkeit und Gleichheit. Aber da geht es natürlich auch um Fragen der Nachhaltigkeit und Bekämpfung des Klimawandels. Die EU ist der drittwichtigste Handelspartner für Chile und ein wichtiger Investor. Wir sind ein sehr alter Handelspartner und wir verhandeln jetzt eine Modernisierung unserer Abkommen. Europa und Chile haben die Tragödie von Diktatur erlebt. Und in den dunkelsten Momenten der chilenischen Geschichte haben wir unsere Türen geöffnet für diejenigen, die geflohen sind. Ich komme selbst aus einem Land, wo man das sehr deutlich gespürt hat. Wir sind Freunde und Familie. Und wir verstehen, dass das Land mehr Gerechtigkeit und Gleichheit erreichen möchte. Man muss sich hier auf eine nachhaltige Entwicklung, auf Menschenrechte und Teilhabe konzentrieren. Europa steht bereit, um Chile bei dieser wichtigen Aufgabe und zu diesem schwierigen Zeitpunkt zu helfen. Wir haben volles Vertrauen darin, dass die chilenische Demokratie stark genug ist, um mit den Forderungen der Bevölkerung umzugehen und gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Danke.